Ja, grüß Gott zusammen. Heute am 24. Juni, Johanni, befinde ich mich auf unserem Kartoffelacker. Hinter uns unser Hof, der Möhrlehof, und wieder die Nebel, die ich immer wieder so als wie die Nebel von Avalon empfinde. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juni, Johanni, werden oftmals die Johannifeuer entzündet. Und es gab wieder ein Johanniwasser. Interessant ist, dass wir gestern eine Sitzung hatten und da kamen wieder die Ahnen aus Ostpreußen zur Sprache, wie schon oft bei den Sitzungen. Aber diesmal war es ein ganz besonderes Ereignis, als die Urgroßeltern des betreffenden Menschen hier auftauchten. Da ging es nicht nur um diese Urgroßeltern, sondern es war wie das Aufmachen einer Schleuse, eines Staudamms, wo eine gewaltige Energie aus Ostpreußen unser Land flutete. Also es kam herein eine riesengroße Macht, aber eine sanfte Macht, wie wenn sie bisher blockiert gewesen wäre. Und es ist Energie, die aus dem Balkan kommt, aus Livland, die bisher irgendwie zurückgehalten war. Und es gab ja eine Zeit, wo es ein Reich gab von Spanien bis nach Livland. Und mir scheint, dass jetzt diese Energie wieder aktiviert worden ist. Also wir mussten Mitte in der Biografiearbeit innehalten und das auf uns wirken lassen. Es war in der Atmosphäre spürbar und dann kam auch später ein Gewitter dazu mit entsprechendem Regen. Aber das Interessante war, es kam viel Regen, aber nicht zerstörerisch, sondern es hat sich richtig befruchtend angefühlt. Und es ist, wie wenn jetzt in der Atmosphäre, in unserem morphogenetischen Feld, diese Energie verfügbar wäre für jeden Menschen. Und man spricht ja heute von Eigenverantwortlichkeit. Man spricht, man soll auf seine Seele hören, auf sein Herz hören. Und ich habe schon vor über einem Jahr gesagt, um den Mut zu haben, müssen wir zu unserer Mutquelle kommen. Und überhaupt, wenn man eigenverantwortlich handeln will, dann braucht man eine bestimmte Kraft. Man muss die spüren, damit man auch die Eigenverantwortlichkeit wirklich annehmen kann. Und ich habe so den Eindruck, als ob jetzt genau diese Kraft, die auf uns herunterregnet oder jetzt verfügbar ist, dass das jetzt die Voraussetzung ist, dass wir ja das mehrheitlich in uns die Dinge überhaupt erwachen. Also dass die Elementarwelt, dass das jetzt richtig beginnt zu leben. Und da fällt mir so ein Spruch ein, ein Teil vom Grundsteinspruch von Rudolf Steiner. Lasst uns vom Osten befeuern, was durch den Westen sich formt. Das wird jetzt mindestens für mich spürbar. Und ja, wo beginnt denn der Osten? Der Osten beginnt am Rhein. Und jetzt kann man sich überlegen, warum genau dort diese Lager errichtet wurden und was vorgesehen war am 21. Juni oder auch im September.
durch das Ereignis am Marienplatz wurden viele Seelen entlassen und wir haben viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die eine Erleichterung erlebten, ohne dass sie es wussten, warum und wieso, und kamen erst danach auf unser Video, was wir am 21. Juni auf dem Marienplatz durchgeführt haben. Und eben gestern Abend, das war so ein großes Ereignis, wie wenn diese Seelenentlassung eine Art Freimachen der belasteten Mutter Erde und auch unseres morphogenetischen Feldes die Voraussetzung war, also diese Reinigung, damit jetzt dieses gestern kommen konnte, damit verbunden wieder eine weitere Reinigung und auch ein Erstehen der Elementarwelt. Das war auch irgendwie gebannt, verbarrikadiert und das kommt jetzt alles zur Wirkung, auch in der Atmosphäre. Und die gesamte Sommersonnenwende erstreckt sich ja über einen Zeitraum vom 21. bis zum 24. Juni. Und heute haben wir ja Johanni, dem Geburtstag vom Johannes, dem Täufer. Und dieses Ereignis steht ja diametral zur Wintersonnenwende bzw. Weihnachten und der Geburt Christi gegenüber. Und ich habe so das Gefühl, dass jetzt wirklich die Möglichkeit ist, weiter auf diesem Weg, dass wir das Gute tatsächlich in die Welt bringen können. Deshalb lade ich weiterhin jeden ein, in diese Transformationsarbeit einzutreten. Und nun habe ich noch eine Bitte. Diese Arbeit, die wir am Hof machen und wo wir entwickelt haben seit über 33 Jahren, seit dem Umstellen auf biodynamische Wirtschaftsweise, einschließlich dem Errichten des neuen Mörlihofes, hat viel Zeit, Energie, Nerven und auch Geld gekostet. Und an dieser Stelle bitte ich euch jetzt auch um Unterstützung. Ich wurde darin bestärkt von vielen Menschen. Mensch Hubert, viele Menschen, die auch so ähnlich tätig sind, freuen sich auch über Unterstützung und bekommen auch Unterstützung. Mach's doch einfach auch. Und in dem Sinne, ja, ich gebe immer gern und gebe sehr viel, auch für die gesamte Weltengemeinschaft. Und nun würde ich mich natürlich freuen, wenn wir eine direkte Unterstützung von Ihnen bekommen können. Dann können wir auch die Arbeit weitermachen. Wir machen sie sowieso weiter. Aber das wäre natürlich super toll. Die Kontoverbindung steht unten. Also, weiterhin dranbleiben. Ich habe sehr gutes Gefühl, den ganzen Wahnsinn abzuwenden. Aber bitte, lasst euch nicht täuschen. Die Welle, was da vorgesehen ist, die nächste Welle kommt. Es geht darum, jetzt wirklich dran zu bleiben. Und irgendwann wird es so sein, dass der Lichtschalter, ja, das ist ja so, wenn man jetzt dieses Licht entwickelt in sich, dann zeigt es sich noch nicht sofort. Das ist wie wenn man einen Druck auf den Lichtschalter ausübt und irgendwann macht es Patsch und das Licht ist an. Ja, das switcht auf einmal und das kann man lange Zeit nicht sehen. Und so lange sieht man immer nur dieses Dunkle, was uns vorgetäuscht wird und vorgelebt wird. Also bleibt dran, dieses Licht weiter in euch zu entwickeln und auch im Alltag umzusetzen. Bleibt dran, ich garantiere euch, das kann uns gelingen. Ich wünsche euch eine gute Zeit.